Die Caritas Heinsberg ist eine feste Größe in der Region. Seit vielen Jahren bilden wir Menschen mit verschiedenen Qualifikationen und Hintergründen im Bereich Pflege aus. Als junge Mutter habe ich die Chance, bei der Caritas nach individuellen Bedürfnissen meine Ausbildung zu machen. Durch die Möglichkeit eines auf sie zugeschnittenen Zeitplanes kann die junge Mutter Daniela Rissel ihre dreijährige Ausbildung und ihre kleine Familie unkompliziert unter einen Hut bringen. Uns als Verband ist es wichtig, unseren Mitarbeitenden individuelle Arbeitsmodelle anzubieten, damit es Menschen in verschiedenen Lebenssituationen möglich ist, diesen Beruf zu erlernen und auszuüben. Neben der fachgerechten Pflege von kranken und alten Menschen lernt Daniela verschiedene Krankheitsbilder und deren Therapie kennen. Mit Notfallsituationen kompetent umzugehen und die ihr anvertrauten Menschen zu betreuen und begleiten. Während ihrer Ausbildung hat sie dabei einen festen Praxisanleiter. In meiner Funktion als Ausbildungskoordinatorin ist es meine Aufgabe, Schnittstelle zwischen Ausbildungsträger, Auszubildenden, Praxisanleitung und auch Fachseminar zu sein. Ich bin Ansprechpartner bei Fragen rund um das Thema Ausbildung, aber auch bei Problemen, die während der Ausbildung auftreten können, bin ich da, um Lösungen zu finden. Die Ausbildung zum Pflegefachmann oder Pflegefachfrau dauert insgesamt 3 Jahre. Die praktische Ausbildung absolvieren unsere Auszubildenden entweder in einer unserer 6 ambulanten Pflegestationen oder in unserer stationären Einrichtung. Die theoretische Ausbildung, die 2100 Stunden Unterricht umfasst, wird an einem Fachseminar erteilt. Der Unterricht findet in Blöcken statt. Sie lernen abwechselnd zwischen 8 und 10 Wochen im Fachseminar und bis zu 12 Wochen in der Praxis. Während der Praxisblöcke lernt man verschiedene Bereiche kennen, wie die stationäre Akutpflege in einem Krankenhaus, die stationäre Langzeitpflege in einem Pflegeheim, die ambulante Pflege, die pädiatrische und die psychiatrische Versorgung. Zusätzlich gibt es weitere Einsätze, zum Beispiel im Hospiz oder in Beratungsstellen. Wir als Caritas Heinsberg legen neben der Fachlichkeit auch sehr großen Wert darauf, dass unsere Auszubildenden soziale Kompetenzen wie Einfühlungsvermögen, Anteilnahme, Sensibilität, Feingefühl und Herzlichkeit als festen Bestandteil ihrer täglichen Arbeit betrachten. Ich bin der Matthias, bin Praxisanleiter und begleite die Schüler 3 Jahre in ihrer Ausbildung. Bei mir sind sie in sicheren Händen. Neben dem schulischen Teil im Fachseminar gibt es bei der Caritas Heinsberg die sogenannte Lernwerkstatt, die 2-mal monatlich stattfindet. Hier wird gemeinsam gelernt und ergänzend zum Fachseminar der theoretische Teil der Ausbildung vertieft. Ich bin eine von der Jugend- und Auszubildendenvertreterin. Wir sind die Ansprechpartner für euch Auszubildenden und könnt jederzeit zu uns kommen. Wenn ihr Fragen habt über die Rechte oder Pflichten, sind wir jederzeit für euch da. Und wir möchten gerne, dass ihr die Ausbildung erfolgreich absolviert. Viele Auszubildende nutzen gerne und oft die zahlreichen Angebote des Gesundheitsmanagements, wie zum Beispiel Pilates, Zumba, Massagen oder Aquatrampolin. So, ich habe jetzt Feierabend. Nach dem Feierabend gehe ich immer ins Fitnessstudio. Das wird auch von unserem Gesundheitsmanagement gefördert. Ja, jetzt wird trainiert. Und bei so viel intensiver Ausbildung, die mit ca. 1.140 Euro im ersten Lehrjahr bis zu über 1.300 Euro im dritten Lehrjahr vergütet wird, kommt vor allem aber auch das zwischenmenschliche Miteinander nicht zu kurz. Das Schönste an unserer Ausbildung ist der Zusammenhalt und dass man auch nach Feierabend sich zusammensetzt und eine Pizza isst. Wer sich für diesen zukunftsorientierten Beruf interessiert, erhält weitere Infos bei der Ausbildungskoordinatorin Denise Schnitzler oder schickt direkt seine Bewerbung an den Caritasverband für die Region Heinsberg.